A2.3. Der Kreis um E mit Radius 3 cm schneidet die Strecke AE im Punkt P und die Strecke BE im Punkt Q. Zeichnen Sie den Kreisbogen PQ in die Zeichnung zu A2.0 ein, berechnen Sie sodann den Flächeninhalt des Kreissektors, der durch die Strecken QE, EP und den Kreisbogen PQ begrenzt wird. So, erster Schritt, Zeichnen des Kreisbogens PQ und hier heißt es ja Kreis um E mit Radius 3 cm. Das ist jetzt am PC etwas schwieriger zu zeichnen, aber für alle anderen gilt natürlich Zirkel nehmen, Radius auf 3 cm einstellen und dann den Kreis um E mit Radius 3 cm. Ich versuche das jetzt hier irgendwie möglichst nah hinzufriemeln, aber bei euch sieht es natürlich viel schöner aus. So, das ist der Kreisbogen. Und jetzt noch richtig benennen, wir haben die Strecke AE, ist der Punkt P, also hier links, und die Strecke BE im Punkt Q, das muss also der hier sein. So, erste Aufgabe erledigt. Und jetzt heißt es noch, berechnen Sie so dann den Flächeninhalt des Kreissektors, der durch die Strecken QE, EP und den Kreisbogen PQ begrenzt wird. Also genau den wir hier gerade eingezeichnet haben. Nämlich diesen Flächeninhalt. So, Formelsammlung nehmen, Flächeninhalt des Kreisbogens nachschlagen. Nicht Kreisbogen, sondern Sektors nachschlagen. So, und da finden wir die Formel, die da heißt, A des Sektors ist gleich PR Quadrat mal Alpha durch 360 Grad. So, R ist nichts anderes als der Radius, der zu diesem Sektor gehört. Der steht hier oben drin. Ja, die Farbe mag jetzt bei mir heute nicht mehr so. So, jetzt Radius ist 3 cm, also setzen wir für R gleich 3 ein. Und Alpha ist der Öffnungswinkel dieses Sektors, also der Winkel, der hier drin liegt. Den kennen wir allerdings noch nicht, den müssen wir noch berechnen. Also der Winkel AEB. So, stürzen wir uns gleich auf den AEB. Wie kommen wir an diesen Winkel? Wieder nachschauen, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel. Und gucken, ob wir einen bekannten Satz ansetzen können. Also er liegt im Dreieck ABE. Was kennen wir aus diesem Dreieck? Wir kennen AB mit 7,8 cm, wir kennen BE mit 6,5 cm. AE haben wir in der Aufgabe zuvor ausgerechnet. Das waren 8,3 cm. Zusätzlich kennen wir noch den Winkel EBA hier unten mit, CBA hier unten mit 70 Grad. Es ist kein rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Überlegen, was können wir dafür brauchen. Ja, wenn ich den Winkel haben will, brauche ich die gegenüberliegende Seite. Die ist bekannt mit 7,8. Außerdem noch zweiter Winkel und gegenüberliegende Seite, also 70 zu der Strecke AE, die war ja auch bekannt. Somit würde der Sinussatz funktionieren. Kosinussatz funktioniert auch. Ich schreibe jetzt gerade noch schnell hin die Strecke. Was war es? AE 8,3. Ja gut, dann halt in schwarz, ist ja egal. So, also für Kosinussatz bräuchten wir drei Seiten und einen Winkel. Alle drei Seiten sind gegeben, AB, BE und AE. Und der Winkel ist gesucht, also würde ja auch der Kosinussatz funktionieren. Ja, man kann beides einsetzen. Man muss nur aufpassen oder halt beachten, es kann tatsächlich passieren, dass der Kosinussatz einen klein wenig anderen Wert ausgibt als der Sinussatz, aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Solange er richtig aufgestellt ist, sind solche kleinen Abweichungen immer möglich und trotzdem richtig. Wir haben hier auch mit Rundungen zu tun. Ich entscheide mich jetzt für den Sinussatz, der ist ein bisschen kürzer. Also folgt daraus, ich fange mit dem Unbekannten an, das heißt Sinus des Winkels AEB. So, Sinussatz geht immer Sinus vom Winkel geteilt durch die gegenüberliegende Seite ist gleich Sinus Winkel geteilt durch gegenüberliegende Seite. So, Sinus AEB gegenüber liegt die Strecke AB.
PC lässt mich jetzt langsam im Stich. Geh weg. So. Und dann habe ich noch Sinus des bekannten Winkels, also Sinus CBA geteilt durch die Strecke AE. So, AEB will ich berechnen, deswegen habe ich mit dem Winkel AEB angefangen. So, bekannte Größen einsetzen. Sinus AE Winkel AEB bleibt, die wollte ich ja ausrechnen, geteilt durch AB waren 7,8, ist gleich Sinus CBA sind 70, geteilt durch AE, das waren die 8,3. So, nach AEB auflösen. An der Stelle kann man also entweder wieder den Zwölfer einsetzen oder per Hand noch umformen. Die 7,8 hier im Nenner bringe ich weg, indem ich damit multipliziere. Das heißt, Sinuswinkel AEB ist gleich Sinus 70 mal 7,8 und hier noch geteilt durch die 8,3. Und dann Sinus bringe ich weg mit Sinus hoch minus 1. Daraus folgt also Winkel AEB ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt der ganze Schwung hier hinten dran, Sinus 70 geteilt durch 8,3 mal 7,8. So, und das kann man jetzt wieder in den normalen Taschenrechner eingeben. Und dann sollte da folgen, dass der Winkel AEB 62,0 Grad groß ist. So, zum Schluss noch, unsere Sektorformel ist gleich Pi mal Radius, haben wir gesagt, waren 3, also 3 Quadrat, mal Alpha ist in dem Fall hier die 62 Grad geteilt durch die 360 Grad. In den Taschenrechner eingeben, ausrechnen, dann kommt eine Größe von 4,9 Quadratzentimetern heraus.